Die Duale Hochschule Mannheim veranstaltete am Samstag, den 29. März, ihren Studieninformationstag 2014. Beim Studieninformationstag stellten dieses Mal rund 200 Partnerunternehmen der dualen Hochschule ihre Studien- und Ausbildungsangebote vor. Für Studieninteressierte bedeutete dies eine breit gefächerte Möglichkeit, sich bei den verschiedensten Firmen und der Hochschule selbst über mögliche Karrierechancen, Ausbildungsverläufe, Studienanforderungen und die verschiedenen Berufszweige informieren zu können und direkt vor Ort mit den Firmen ins Gespräch zu kommen. Vor allem technische und kaufmännische Berufe hatten an diesem Tag Hochkonjunktur. Hier waren zum Beispiel die Firmen John Deere, Freudenberg und Terex sowie natürlich viele andere Maschinenhersteller und Autofabrikanten wie zum Beispiel Daimler, VW oder Skoda vertreten. Wir sind bei den drei größten Baumaschinenherstellern der Welt vertreten und wir sind jetzt Terex Cranes. Wir sind in Zweibrücken, dort ist unser Hauptsitz hier in Deutschland, sind auch an vielen anderen Standorten vertreten, mit auch Fuchs, sieht man auch ein paar Geräte, die wir hier noch ausgestellt haben, Nöll. Genau. Ja, also wir von Freudenberg haben insgesamt 36 verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten, davon 16 Studiengänge zusammen mit der DHBW. Das meiste, was wir anbieten, sind technische Studiengänge und wir stellen jedes Jahr so circa 30, 35 Studenten ein, unterschiedlicher Fachrichtungen und haben heute, wie Sie sehen, sehr guten Zulauf. Die Freudenberg-Ausbildung hat einen guten Ruf in der Region und von daher, wie gesagt, auch einen entsprechenden Zulauf. Im kaufmännischen Bereich informierten diverse Versicherungsgesellschaften wie die Sparkasse Heidelberg, die Volksbank Heidelberg und die VR Bank Rhein-Neckar über Einstiegschancen. Also wir bilden in den Studienrichtungen Bank- und Finanzdienstleistungen aus und bieten hier Studienplätze an. Und wir suchen junge Menschen, die Interesse am Menschen haben, die aber auch Spaß haben, in einem Team zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen. Und für die es vorstellbar ist, dann später in der Kundenberatung tätig zu sein oder qualifizierte Aufgaben in internen Bereichen zu übernehmen. Auch viele Einzelhändler aus den Bereichen Baumärkte, Immobilien und Discount waren am Infotag vertreten. Darunter zum Beispiel Aldi, Hornbach und Bauhaus. Bauhaus hatte erst vor wenigen Tagen eine neue Filiale in der Mannheimer Innenstadt eröffnet. Also wir bieten duales Studium im BWL-Handel. Das habe ich auch gerade selber absolviert, bin gerade mit dem 6. Semester zu Ende. Hat sehr viel Spaß gemacht, Praxisphasen, klar anstrengend, aber man hat nach diesen 6 Semestern hat echt was in der Hand. Wir haben den Anspruch an unsere dualen Studenten, wir legen nicht so viel Wert auf Noten, klar, in den Hauptfächern soll es passen, aber man muss sich verkaufen können. Ich sage immer, wer was verkaufen möchte, muss sich auch selbst verkaufen können. Wer mehr Wert auf Berufsangebote in der Industrie legte, konnte sich auch mit solchen Unternehmen vernetzen. So waren zum Beispiel die BASF, Merck, die SAP und Heidelberg Zement einige der globalen Big Player, die sich an der dualen Hochschule vorstellten. Auch diverse andere Branchen waren vertreten, unter anderem Pharmakonzerne, öffentliche Arbeitgeber und Fastfood-Restaurants. Die duale Hochschule selbst informierte natürlich ebenfalls über ihre Studienangebote und Projekte. Tobias Ulshöfer vom Projekt Corporate University Racecar Engineering stellte zum Beispiel ein von den Studenten der Hochschule entwickeltes Rennauto vor. Die Entwicklung des Rennautos kostete bisher ca. 100.000 Euro und wurde zum Teil von der Hochschule als auch von diversen Sponsoren getragen. Wir sind ein Team aus über 60 Studenten der DHBW Mannheim aus verschiedensten Fachrichtungen, Projektengineering, Maschinenbau, E-Technik etc. Genau, und bauen unser erstes Auto momentan. Wie lange arbeitet ihr schon daran? Wir arbeiten daran schon seit circa 2 Jahren und seit einem Jahr sind wir in der heißen Phase und haben die Konstruktion jetzt weiter umgesetzt und sind jetzt in den letzten Zügen. Die meisten Bauteile sind schon soweit bestellt und das Auto wird demnächst zusammengesetzt, um dann eben im August am Wettbewerb teilnehmen zu können. Hast du ein paar technische Daten noch über das Auto? Wie schnell ist es, wie viel PS und so weiter? Also unser Auto wird 85 kW haben von 0 auf 100 in unter 4 Sekunden mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h fahren. Und das Ganze bei einem Gewicht von unter 300 Kilo. Professor Thomas Schuster wiederum informierte über den Studiengang International Business. Ja, wir sind hier der internationale Studiengang International Business. Wir haben hier eine BWL-Ausbildung mit sehr internationalem Hintergrund. 50% bis 100% der Vorlesungen sind auf Englisch. Und wenn die Studierenden dann nach 3 Jahren fertig sind, dann sind sie bestens ausgebildet für eine internationale Karriere. Was sind die Sparten, in die diese Studenten dann gehen können?
Ja, das ist das Schöne. Es ist eigentlich branchenunabhängig. Jedes Unternehmen, das international ist, sei es aus dem Handelsbereich oder aus dem Chemiebereich, kann international Absolventen gebrauchen. Und dafür haben wir genau die richtigen Absolventen. Ein weiteres interessantes Projekt der Hochschule kommt aus dem Bereich der Robotik. Studenten entwickeln fußballspielende Roboter, die in Teams und völlig autonom gegen andere Teams beim sogenannten RoboCup antreten. Genau, wir sind ein studentisches Projekt, interdisziplinäres Projekt, die sich zum Ziel gesetzt haben, bei der RoboCup-Weltmeisterschaft mit teilzunehmen. Haben wir mittlerweile auch schon dreimal geschafft. 2011 das erste Mal in Istanbul dabei gewesen und wir entwickeln Roboter für die sogenannte RoboCup Small Size League und programmieren die, entwickeln Hardware, Mechanik, alles was dazu gehört. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, was wir so mit dem Ball alles machen können. Hier haben wir jetzt hier vorne, wenn man da so reinguckt, dann sieht man da so einen Bolzen. Kann ich jetzt von hinten mal rausdrücken. So können wir dann einen Ball dazu schießen, also auf richtig hohe Geschwindigkeiten beschleunigen. Dann haben wir unten noch so eine kleine Wippe, die bewegt sich zwar nicht viel, aber damit können wir den Ball schon einige Zentimeter hochlupfen, sodass wir über andere Roboter herüberlupfen können. Und dann haben wir hier noch so eine Dribblingwalze, nennt sich das. Die kann sich ganz schnell drehen. Dadurch bekommt der Ball so einen Backspin und dreht sich immer wieder auf den Roboter zu. Und dann, selbst wenn sich der Roboter dreht, bleibt dann der Ball richtig am Roboter kleben, hat man so das Gefühl. Die genannten Angebote sind nur ein Ausschnitt des enormen Informationsangebotes, das an diesem Tag in der dualen Hochschule anzutreffen war. Viele tausend Besucher und Interessierte besuchten den Informationstag zwischen 9 und 15 Uhr und so manches Gespräch verlief so vielversprechend, dass den Interessierten die Möglichkeit zu weitergehenden Vorstellungsgesprächen und Praktikas angeboten werden konnten. Weitere Informationen zu den ausstellenden Firmen und dem Informationstag finden Sie auf der Website der Dualen Hochschule unter www.dhbw-mannheim.de.